An der Börse handeln und um die Welt reisen. Das ist ein Traum für viele Menschen. Einer hat ihn realisiert und ist dabei sehr erfolgreich. Ich begrüße Sie jetzt in Hamburg, Wieland Arlt. Hallo. Michael, grüß dich. Mensch, ich freue mich, dass wir uns schon wieder hören und sehen. Wunderbar. Und ja, spannend. Du warst zuletzt, als wir uns getroffen haben, in Peru. Das stimmt. Seitdem war ich noch, wo war ich denn? Ich bin danach nach Argentinien gegangen. Weiter sehe ich die Anden. Ich liebe die Anden. Ich habe mal, guck mal, ich habe gleich so in Peru so diesen ganzen Inka-Schmuck gekauft. Schau mal, hier so ein Jacana, ja, und halt irgendwie, das fasziniert mich total. Da steckt unheimlich viel Energie drin. Ja, also die Anden, da ist irgendwie so ein bisschen Magie ist da und Energie. Kommen wir leider mal drauf zu sprechen. Und Ja. danach war ich noch mal ein paar Tage in Rio de Janeiro, weil in Argentinien ist mit Strand ja nicht viel zu holen. Deshalb bin ich dann direkt noch mal nach Rio gegangen, um da die Sonne nachzuholen. Dann bin ich jetzt in Hamburg seit 10 Tagen ungefähr und freue mich schon aufs gute Wetter, treffe Freunde, Familie und habe natürlich viele, viele Kollegen, die ich auch besuche. Mache dann noch so eine kleine Deutschland-Tour, besuche halt die Kollegen aus der VTRD. Ja, und dann geht es für mich weiter in den Nahen Osten erst und dann in den Fernosten. Du Also bist, freue sorry, mich da dass ich schon. unterbreche, du bist auch Präsident des, kannst du das nochmal sagen, Verbandes der deutschen Analysten? Ja, da bin ich tatsächlich nur in Anführungszeichen, also da bin ich Mitglied im Vorstand. Ich bin aber Präsident des Weltverbandes der technischen Analysten, der International Federation of Technical Analysts, mit sehr, sehr, sehr renommierten Kollegen im Direktorium. Und offen gesagt, das sind die Kollegen, deren Bücher ich gelesen habe, um mich selber auszubilden bin. Also sehr geehrt, darüber da die Position zu haben, da auch von denen gewählt geworden zu sein. Ich freue mich schon, die dann zum Beispiel auch in Asien zu besuchen. Da sitzen viele Mitgliedsgesellschaften. Und dann eben auch auf der Konferenz in Jakarta in Indonesien dann wieder mal gebündelt an einem Ort zu treffen. Das wird sensationell. Freue mich schon sehr drauf. Wir wollen ja heute über Energie sprechen, über Ja. Lithiumaktien, die du uns mitgebracht hast und die du im Fokus hast. Nur für Genau. unsere Zuschauer noch mal kurz, also folgt dem Wieland auf seinem YouTube-Kanal, da seid ihr immer informiert, wo er sich gerade rumtreibt und in was er gerade investiert. Außerdem hat er einen hochinteressanten Newsletter, den ihr ebenfalls kostenlos abonnieren könnt. Der Link ist gleich hier unter diesem Tube. Ja, damit sind wir praktisch wieder in Südamerika, in den Anden oder wo. Da geht es um Lithium. Das ist im Moment dein Schwerpunktthema. Glaubst du, dass Lithium auch in Zukunft der Stoff ist, die Energie der Zukunft? Ja, ich hatte das mal so ein bisschen recherchiert und dann auch scherzhaft angekündigt, das weiße Gold aus Südamerika. Ich wusste natürlich gleich, was mir dann blüht. Ja. Aber tatsächlich ist Lithium das weiße Gold aus Südamerika. Warum? Weil es natürlich einer der seltenen Rohstoffe ist, das einfach wirklich auch gebraucht wird. Wozu? Na, zum Schwerpunkt erstmal für den Bau der Batterien der ganzen Elektrofahrzeuge, die ja in Europa, ich glaube, ab 2035 Pflicht sind, in dem Sinne von, es gibt dann keine neu anzumeldenden Verbrenner mehr. So, und dann stellt sich die Frage, wo sollen die Batterien denn herkommen? Ja, irgendeiner muss sie ja produzieren. Und dazu brauchen wir was? Rohstoffe in Form von Lithium. Ja, und der Lithiumpreis hat ja, was ich bis Ende letzten Jahres neue Rekordhöhen erklommen, ist aber Ja. jetzt ein bisschen gefallen. Wie sieht's da aus? Dramatisch abgestürzt ist tatsächlich die korrekte Formulierung dazu. Und es hat natürlich auch Hintergründe. Auf der einen Seite gab es natürlich ein Förderprogramm, auch für Elektrofahrzeuge in China, auch für Batterien. Das Programm ist ausgelaufen. Das heißt, die ganzen Batterien lagen auf Halde, ist ja klar. Wenn Unternehmen es auch Förderung mitnehmen können, es sind Wirtschaftsunternehmen, die nehmen die Förderung mit, der wird produziert, jetzt liegen die Batterien auf Halde, werden abgebaut. Ja, und wenn die weg sind, müssen dann neue produziert werden. Und das sehen wir eben jetzt. Der Chart hat sich so ein bisschen gefangen. Also die letzten Wochen waren positiv. Ich hatte das schon mal auch angesprochen im Small Cap Report. Und dementsprechend bin ich jetzt zumindest erstmal für den Moment zuversichtlich, dass sich der Chart auch holt und erstmal weiter Fahrt aufnimmt. Also der Preis ist natürlich die Frage, ob es nicht nochmal einen Rücksetzer gibt. Aber das wird sich dann eben zeigen. Und ich bespreche das ja auch regelmäßig, einmal in der Woche mindestens, wo sich die ganzen Werte dann bewegen. Und wo sich die Charts auch dann, ja, wo die Preise sich hinbewegen können. Ja, es ist ja immer
eine Annahme, die wir da treffen. Ja, also deshalb folgt dem Wieland auf YouTube, abonniert seinen Newsletter. Da sind immer ganz interessante Tipps dabei. Also ich denke ja auch, dass wir um Lithium nicht herumkommen. Ob die Verbrenner jetzt 2035 alle verboten werden, ist eine andere Frage. Geht vielleicht auch gar Wird nicht. sich zeigen, ja, wird sich Aber zeigen. sicher ist, dass es eine Tendenz gibt in Richtung Elektromotor. Das ist Ja. ganz klar. Ja, dann Ja, schauen. ja. Ja. Ja, also ich sehe es ja in den Städten. Also ist ja klar, guck mal, in Hamburg viele Elektrofahrzeuge. Wenn du nach China gehst, in den großen Städten, ja, da reden wir über Shanghai, über Peking, jetzt will ich nicht sagen, da gibt es nur Elektrofahrzeuge, wäre jetzt auch zu viel gesagt, aber da ist natürlich die Annahme und das wird deutlich, deutlich stärker angenommen und die sind ja noch viel weiter als wir. Ja, da fährt man auch schnell mal alleine, also als Auto. Und dementsprechend. Ja, da steckt eine Menge Zukunft drin. Ob das tatsächlich die Verbrenner komplett ablöst, bitte das nicht an mir zu beurteilen. Aber ich glaube auch nicht, dass das Thema, das wir hier wirklich erörtern wollen, sondern es geht um eine Chance und ich denke, die steht uns ins Haus. Ja, dann gucken wir doch mal, wie wir da an der Börse von profitieren können. Die Lithium-Aktien waren ja schon mal ganz schön gehypt. Dann ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Und jetzt scheint es so zu sein, als wenn sie wieder Fahrt aufnehmen. Fangen wir doch mal mit der ersten Aktie an, die du uns mitgebracht hast. Die blenden wir jetzt mal auch ein. Das ist die Albemarle. Ja, Albemarle ist ja im Endeffekt ein weltweites Unternehmen. Ja, die haben wir auch in Deutschland, das finde ich auch ganz spannend, haben wir auch in Deutschland eine Niederlassung. Ich finde, das darf man sich auch dann gerne mal auch zu Gemüte führen. Ja, sind weltweit operierend. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Punkt. Und Albemarle hat auch schon versucht, Lithium-Unternehmen zu übernehmen. Ja, Liontown wurde da mal versucht zu übernehmen. Da haben die 3,7 Milliarden geboten. Und das Ganze wurde aber abgelehnt von Liontown, also dem Unternehmen, das halt übernommen werden sollte, weil der einfach der Preis zu gering war. Und ich fand, das ist schon mal eine spannende Geschichte, weil nämlich das sagt und auch zeigt, dass im Endeffekt da einiges an Fantasie momentan wieder drin ist. Wenn solche Angebote abgelehnt werden, heißt das eigentlich nur, dass es zu wenig ist. So. Und das ist einfach der Punkt dabei. Du bist also relativ zuversichtlich, dass wir bei Albemarle, also die Spitze, die wir hier im Februar dieses Jahres hatten, also 280, 287, wenn ich es richtig sehe, dass wir die wieder sehen und sogar übertreffen werden? Naja, also wenn man mal einfach die charttechnischen Werkzeuge anlegen und das wäre zum Beispiel einfach nur so eine Linie, ja, und das kannst du ja, guck mal, du hast ja auch so ein Fadenkreuz da. Und dann kannst du eigentlich genau, da hast du eine Trendlinie, die sich da reinzeichnet. Dann können wir sowas sehen wie Widerstände, die sich zum Beispiel nicht bei 218, aber so, sagen wir, ich schätze mal so 225, so wenn das überschritten wird, dann wartet der nächste Widerstand bei rund $260. Und das ist im Endeffekt ja schon ein ziemlich starker Sprung. Und dann ist auch nicht mehr weit bis auf die 280, vielleicht auf die 300. Es kommt natürlich viele Sachen zusammen. Und wir sehen eben jetzt, dass wir in der Aktie schon einen Aufwärtstrend haben. Der definiert sich ja über Tief, Hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Und das haben wir direkt schon jetzt mit dem Run auf die 217,96 haben wir das ja auch schon. So, und das ist zumindest eine gute Ausgangslage, um weiter durchzustarten. Dass es jetzt natürlich nicht steil geht, sollte auch eben klar sein, sondern da reden wir über Schwünge. Ja, da ist ein Aufwärtsimpuls, das ist eine Korrektur, das ist ein Impuls, das ist eine Korrektur. Aber die Tendenz ist greifbar. Ja, also wir sehen ja hier, in einer Woche hat sie 8% gemacht, in einem Monat 17%. Sieht so aus, als wenn sie ihren Boden hier gefunden hat und nun in weitere Höhen steigt. Jetzt kommen wir zur nächsten Aktie, das ist die Pilbara. Das ist ein australischer Lithiumhersteller, der eigentlich fast ähnliches Chartbild aufweist. Also wir sehen jetzt hier diesen Abwärtstrend, der ganz klar durchbrochen ist. Und nun ist der Weg frei für neue Hochs. Ja, also guck, es muss jetzt zuerst mal über die 3000, also über die letzte Spitze, da muss es rübergehen. Aber wir sehen auch hier diese Wellenbewegung, ja, von hoch, tief, hoch, tief. Dann gab es mal eine bisschen kräftige Korrektur, die ist aber schön abgeprallt, das können wir ja sehen. An dem, ja, das könnte es sein, $2.600 ungefähr, da wo das Nee, tief das ist ist. 2,6 Dollar, 2,6. Ah, Aber zwei, ist egal. genau, 2,6. Ah, ja.
Ja, wenn man so viele in den inflationsgeschüttelten Ländern unterwegs ist. Auf die 2600 gehen wir noch. Ja, das kriegen wir auch noch hin, ja, je nachdem. Ja. Aber nichtsdestotrotz, genau der Punkt, nichtsdestotrotz, diese Korrektur endete halt genau an so einem ehemaligen Hoch. Und da können wir eigentlich wunderbar diese Linie ziehen, ja, die Unterstützungslinie. Das zeigt uns nämlich auch, dass der Markt an diesen Linien oder an den Marken auch reagiert. Heißt also, wer zum Beispiel den Einstieg verpasst hat zu einem gewissen Preis und der Preis dann wieder erreicht wird, neigt dazu, zu dem Preis zu kaufen. Und so entsteht dann halt so ein Tief. Und deshalb nennt sich das dann Unterstützung, von dem der Preis dann wieder nach oben abprallt. Und das sehen wir eben bei den 2,66. Ach, meine Güte. Also bei den 2,66. Und erwartungsgemäß könnte es jetzt so sein, dass der Preis jetzt auf die 3 geht, ne, die 3 Dollar, ein bisschen drüber, dort nochmal nach unten abprallt, was sicherlich eine gute Gelegenheit wäre, schon ein bisschen zu kaufen, wenn man sich dafür interessiert, um dann weiter durchzustarten. Dann sehe ich als nächstes die 3,25 oder da, wo die genau diese hoch sind. Und dann wird sich zeigen, inwieweit auch hier der Markt stark genug ist, um tatsächlich neue Hoch zu erreichen. Aber das ist dann, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, natürlich auch nur eine Frage der Zeit. Ja, und jetzt hast du uns auch noch einen etwas spekulativeren Wert mitgebracht. Das ist ja die Lithium Chile. Auch hier sehen wir wieder, wie bei allen anderen eben auch, da ging es erstmal runter. Wenn wir das hier so als Abwärtslinie betrachten, dann ist dann der Abwärtstrend gebrochen worden. Und nun geht es auch hier nach oben. Wie sieht es da aus? Das Ding kostet im Moment 59 Cent. Ja, ja, und bei Lithium Chile sieht man ja wunderbar diese Tendenz, höheres Hoch, höheres Tief. Ja, das ist ja absehbar. Und wir bewegen uns ja schon wieder an dieses letzte Hoch ran. Also jetzt haben wir schon so einen relativ massiven Bereich, der bremsen kann. Das sehen wir diese ganzen, ja, die, wir sehen den Gipfel nach oben, dann kommt so ein Abfall und da sind halt ganz, ganz viele. Also ich schaue mal auf den Februar, ich schaue auf den März, auf den April. Das sind so Hochpunkte, die immer wieder als Widerstand gehalten haben. Und diese Punkte erreichen wir jetzt gerade. Das heißt, es muss erstmal über die 60, von mir aus auf die 62 rüber. Und dann ist im Endeffekt, ja genau, also da müssen wir rüber über diese ganzen Berge. Und dann sind wir bei den 65, 67, 70 und vielleicht idealerweise natürlich noch mehr, wenn eben auch das ganze Lied zum Thema wieder anzieht. Was ist das ist eigentlich so die Idee, die ich hier auch so habe. Und deshalb finde ich das Ding ganz interessant aktuell. Was ist denn das Besondere an Lithium Chile? Auf wie viel Lithium sitzen die? Bauen die überhaupt schon ab? Ja, die bauen ab. Also die haben in Argentinien, also ganz konkret geht es da aktuell um eine Liegenschaft in Argentinien, das Arizaro-Projekt, wo ungefähr 3,4 Millionen Tonnen sind. Ja, so, also nicht 3,4 Millionen Tonnen, sondern wo wir 100 Dollar pro Tonne annehmen können und dann auf ja, doch 3,4 Millionen Tonnen kommen und rund 340 Millionen Wert auch damit haben. Und das ist ist natürlich die ganze Menge. Würde nämlich bedeuten, wenn wir das mal so ansetzen, dass der Aktienkurs pro Aktie bei 1,65 liegen könnte. Ja, was ungefähr, ja, was noch einen guten Dollar und mehr ist. Ne? So, wie komme ich auf die 100 Dollar pro Tonne? Ja, wenn man zum Beispiel überlegt, was bei den anderen geboten wurde, dann und also bei den anderen Werten geboten wurde, die ja schon übernommen werden sollten, ja, dann kann man eben ziemlich stark davon ausgehen, wenn der Preis einfach zu niedrig war und dann eben auch mal guckt, das hatte ich auch im anderen Video auch nochmal dargestellt, dass man dann sehr, sehr schnell auf die Berechnung von 100 Dollar pro Tonne kommt. Und das ist im Endeffekt ja auch der Preis, der dann angesetzt werden kann. Und das Interessante ist eben bei diesem Chile, dass es hier darum geht, dass es nicht nur um eine Liegenschaft geht. Die haben natürlich mehrere, aber die eine ist gerade im Fokus und die wird bewertet. Die anderen sind noch außen vor. Bedeutet im Endeffekt das Unternehmen noch wertvoller. Ja, das ist eine ganz interessante, ein bisschen spekulativer als die anderen, aber wenn die den Durchbruch machen, dann marschieren sie wahrscheinlich auch auf 1 Euro, ja? Das ist die Annahme, ja. Ja, das wäre eine Verdopplung. Und jetzt mal offen gesagt, wir reden über Small Caps. Ja, Small Caps sind im Endeffekt, sind natürlich spekulativ, aber die bieten natürlich die Möglichkeit von steilen, starken Bewegungen. Das ist die Spekulation darauf. Ja, wer sagt, das ist mir zu heiß, es gibt ja auch Blue Chips, aber die bewegen sich eben nicht so stark. Das ist halt eine andere Story
Und deshalb ist es immer ganz interessant, sich mal alle verschiedenen Sachen anzugucken. Dann kann man so gut beistreuen, aber natürlich immer dem Aspekt Risikomanagement. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eben wirklich sich bewusst ist, dass eben das Ganze erstens sehr volatil ist, das sehen wir im Chart, aber eben auch schnell hochrennen kann, um dann eben auch wieder ein bisschen runterzufallen. Auch das sehen wir in den Charts. Ja, also hier nochmal der Hinweis, das ist keine Aufforderung zum Kauf. Ihr wendet euch an euren Bankberater oder zertifizierten Vermögensberater. Das, was wir hier erzählen, sind lediglich unsere private Meinungen und dienen nur eurer Information. Ja, dieses Lithium-Thema wird uns sicherlich, Wieland, noch einige Zeit erhalten bleiben. Also ich meine, das ist ja ein Modethema. Immer mehr Autos, immer mehr Elektro. Am Ende wird der Lithiumpreis auch wieder steigen, sodass man sich sicher schon mal also auch anlagetechnisch in diesem Bereich, wenn man es nicht schon hat, positionieren sollte. Ja. Ja, also es ist zumindest mal ein Blick wert, weil, guck mal, die Menschen suchen Möglichkeiten, oder Anlagemöglichkeiten, wo Potenzial drin ist. So, und Potenzial ist halt immer in den Sachen, die Raum nach oben bieten. So, und damit haben wir einfach ein Thema aktuell. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Themen, aber die können wir andermal besprechen. Das machen wir sehr gerne. Wo führt dich denn dein nächstes Reiseziel hin? Als nächstes habe ich mir den Nahen Osten vorgenommen. Da gehe ich nach Israel. Das habe ich schon gebucht. Da bin ich in Tel Aviv, dann vielleicht mal nach Ägypten, ans Rote Meer, nach Kairo. Da sind auch wieder Kollegen von der International Federation of Tangled Analysts. Da besuche ich dann schon mal. Ja, und so komme ich dann immer weiter rum. Wieland, wir werden uns diese Werte näher anschauen. Die Links zu dir, zu deinem Newsletter und zu deinem YouTube-Kanal, den ich euch ganz dringend ans Herz lege, diese Links sind gleich hier unter dem Tube. Und ich bin sehr gespannt, wie sich diese Werte weiterentwickeln. Und noch gespannter bin ich auf deine nächsten Anlagevorschläge und auf deine tolle Reise um die Welt. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir und alles Gute. Bis bald.